Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Odyssey. Nachdem wir hier Cedric befreit haben und ihn versuchen, den Weg nach Hause zu geleiten, also zu Lord André, werden wir dies auch machen. Wir müssen, meine ich, einen ganz langen Weg nehmen, und zwar in diese Richtung. Ich gucke nochmal eben auf der Karte. Ja, das wird ein langer, beschwerlicher Weg, den ich jetzt abkürzen möchte. Ach ja, und wir haben ja eigentlich ganz gut den Ring, Geschwindigkeitsring, der hat ja wieder keine Funktion, aber dafür kommt uns Cedric ja richtig gut mit. Also bis später. So, da wären wir, Cedric. So, gucken wir mal, wo Lord André ist. Der müsste normalerweise hier in dieser Hütte bei dem Turm oder am Turm sein. So. Kommen Sie rein. Ist er aber nicht. Was nu? Wo ist Lord André, Leute? Je ne sais pas. Denn es steht ja im Logbuch, der gefangene Paladin, ich habe Cedric aus der Gefangenschaft befreit, ich werde ihn sogleich zu Lord André bringen. Hauptsache, wir kommen jetzt durch die Reihen der Orks. So what? I don't know what the man... Ich weiß nicht, was hier jetzt wieder los ist. Oder vielleicht muss ich woanders suchen, kann ja sein. Ja, sprechen wir mal an den Cedric. Oh, da sind wir. Kampfverhalten. Okay, da sind wir. So, da sind wir. Ja, wir haben es geschafft. Ich danke dir. Hier, nimm dieses Gold. Du wirst es sicher gebrauchen können. Jo, und wo gehst du jetzt hin, Cedric? Auch mal eine Runde schlafen? Ja, ich will wissen, wo der Cedric hingeht. Und der Lord André ist ja jetzt noch nicht zugegen. Wer weiß, wo der hingeht. Cedric. Na? Vielleicht. Nee, er hält dort Wache. Ja, wo Lord André sich aufhält, I don't know. Auf jeden Fall ist es eine erfüllte Mission. Ich habe Cedric sicher zu Lord André gebracht, der ja noch nicht da ist. Ja, hier ist eine Baumsäge. Ich war ein bisschen verwirrt, weil ich war ein bisschen verunsichert, als ich Wulfgar angesprochen habe. Also eben jetzt zu Testeszwecken, hat er plötzlich... Hallo, mein Name ist Roland. Ich komme vom Kriegsschiff Albatros. Willkommen, mein Name ist Wulfgar. Ich bin der Hauptmann der Stadtwache. Oder sagen wir lieber der Hauptmann der ehemaligen Stadtwache von Korinth. Okay. War ich der Meinung, ich hätte das schon irgendwie mal diesen Dialog gehabt. Aber mal kann gucken, ich was passiert. Für dich tun? Ja, das kannst du. Ich vermisse Hackard. Er sollte für uns auf die Jagd gehen, ist aber noch nicht zurück. Dabei hatte ich ihn bereits vor 2 Tagen losgeschickt. Also, Hackard ist doch gefunden worden schon längst. Ich habe Hackard gefunden. Es wird noch etwas dauern, bis er zurückkommt. Ach so. Er wurde aufgehalten. Innos sei Dank, das beruhigt mich sehr, dass ihm nichts passiert ist. Hier hast du etwas Gold für die gute Botschaft. Ja, Hackard ist nämlich doch da hinten, ne? Ah, man kann was von ihm lernen. Kann ich etwas von dir lernen? Na klar, schließlich bist du ein Kämpfer des Königs. Ich kann dich im Einhand- und im Zweihandkampf ausbilden. Ich kann dir zeigen, wie du ein starker Schwertkämpfer werden kannst. Wenn du Fortschritte machst, werde ich dich sogar zum Schwertmeister ausbilden. Darüber hinaus kann ich dir beibringen, wie du deine Nahkampfwaffen besser gegen Orks einsetzen kannst. Das alles aber nur, wenn du die nötige Erfahrung mitbringst. Okay, Orktöter. Muss ich erst nochmal... Gut, dass du kommst. Etwas Furchtbares ist geschehen. Du bist ja ganz aufgebracht, Wulfgar. Was ist denn passiert? Lord André ist verschwunden. Keiner weiß, wo er sich befindet. Das gibt es doch nicht. Habt ihr denn auch überall nachgesehen? Natürlich, wir haben schon das ganze Lager auf den Kopf gestellt, aber vergeblich. Seltsam. Lord André wird doch nicht einfach das Lager verlassen haben. Und das ohne jemanden ein Wort davon gesagt zu haben. Nun, freiwillig wird er das Lager wohl nicht verlassen haben. Wie meinst du das? Lord André wurde entführt. Aha. Wie kommst du darauf? Im Haus habe ich Kampfspuren entdeckt. Kampfspuren? Ein Kampf hätte man doch hören müssen. Tja, das wundert mich eben auch. Der Kampf muss wohl sehr schnell zu Ende gewesen sein. Wer aber könnte Lord André entführt haben? Na, wer wohl? Das waren mit Sicherheit die Orks. Ehrlich gesagt traue ich den Orks so eine Aktion nicht zu. Sowas passt nicht zu ihnen. Stimmt. Ein Ork ist in der Regel ziemlich laut. Die Entführer sind aber sehr leise vorgegangen. Eben. Doch was mich noch viel mehr interessiert... Wohin hat man ihn hingebracht? Ich kann mir kaum vorstellen,
dass die Entführer mit Lord André an den Wachen vorbeigekommen sind. Ich auch nicht. Man hätte bestimmt etwas bemerkt und Alarm geschlagen. Genau so ist es. Lord André kann also gar nicht so weit von hier weggebracht worden sein. Aber wo ist er dann? Ich weiß es nicht. Aber ich werde es herausfinden. Tja, das sind natürlich schlechte Nachrichten. Anschlag auf Lord André. Also, er wird nicht weit vom Lager entfernt sein. Da fällt mir nämlich gerade ein. Also jetzt bin ich echt froh, dass es wieder so ein bisschen im Fluss kommt. Vielleicht speichere ich mal ab. Weil hier kommen wir ja nicht durch. Und falls doch, einen Schalter gibt es hier. Oh gut, okay. Geht das hoch? Ja, geht hoch. Ja, ich hatte es mal ausprobiert gehabt vor langer Zeit. Da haben wir einen Minecrawler Warrior und vielleicht sollte ich mal bei der Gelegenheit mal wieder eine andere Kutte anziehen. Wo ist die Kutte? Hier ist die Kutte. Wieso ist denn jetzt wieder hier der Schalter zu? Oder beziehungsweise das Tor. Ja, okay, nochmal. Gut. Auf jeden Fall gucken wir nochmal hier durch. Ne, hier ist nichts. Irgendein Kräuterchen. Ach du Scheiße, jetzt ist das Tor wieder zu. Aber hier gibt es einen Schalter, okay. Guti, guti. Wechselschalterposition. Gehen wir erstmal hier rein, gucken. Oh, shit. Oh, Leute, nee. Ja, ist ja gut. Ich wollte eigentlich meinen Ring jetzt eben umstecken. Habt ihr wahrscheinlich auch mitgekriegt. Yep, okay. Hier gibt's Erzbröckchen. Noch was. Noch ein Erzbröckchen. Habe ich die schon gelootet? Nicht so. Jawohl. So. Hier hin. Erzbröckchen. Na, hier kleben auch ein paar kleine Erzbröckchen. Erzbrock und Erzklumpen. Naja, einfach mal hacken. Ja, was haben wir jetzt eben für eine Fähigkeit gehabt? 60%. Waschecht. Okay, ich habe das mal eben in Schnellverfahren gemacht. Aber zurück. Also, ich vermute, wenn es heißt, in der Nähe des Lagers, dann wird er wohl hier nicht sein. Dann wird er wohl hier nicht sein, sondern ich denke mal da, wo die Skelette sind, da. Da ganz hinten am Ende. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Klar, so, das müsste es gewesen sein, ne? Okay, dann drücken wir hier nochmal lecker auf den Schalter drauf, der zu weit entfernt scheint. Jawohl, wir kommen raus. Und, setzen nämlich in die... Ach, da ist auch Hackert. Hier, Hackert. Da ist er doch. Wir Soldaten kämpfen für den König. Ja, ja. Okay, Hackert. Ich wollte nur wissen, ob du noch lebst. Und du? Du bist Peck. Hast du auch zu motzen? Sei stolz auf die Armee und renn nicht mit diesen Klamotten durch die Gegend. Zieh dich erstmal um. Ja, Bodo. Dann speichere ich mal ab. Ich bin fest der Meinung, dass ich in diese Richtung gar nicht gegangen war. Oder bin. Das Gefühl, hier kommt bestimmt was auf mich zu. Oder war ich hier schon mal? Oh, Feldknöterich, sehr schön. Gucken, ob da hinten irgendwas lauert. Aha, ein Knochenkrieger. Aha. So ein Da-ist-er-Typ. Ein Da-ist-er-Typ, das heißt. Gucken, ob wir den kriegen. Nein. So ein super Typ. Dann schauen wir mal, ob der Untotenvernichtungsspruch was bringt. Oh ja. Okay. Und nur noch ein Hieb mit der Waffe. Dämonenaxt, Knochenkrieger. Auch nicht viel. Weil ich echt jetzt die Vermutung habe, hier müsste doch der André stecken. Also wenn er nicht weit vom Lager weg ist,
Kann das nur hier sein? Ich kann mich auch irren. So ist es ja nicht. So, und da waren ja damals die ganz vielen Skelette. Gestärkt. Gestärkt bin ich wieder und aber geschwächt durch einen Ring, den hier wir noch wieder mal umwechseln müssen. Ja, das ist alte leidige Spiel. Was verbirgt sich denn hier noch so ein bisschen? Noch mehr? Noch mehr, da ist er? Das heißt also, hinter der Tür verbergen sich noch mehr, da ist er's. Untote vernichten, okay. Auf was habe ich denn das gelegt? Habe ich hier hingelegt. Okay, ein bisschen Manne haben wir. Dann machen wir mal die Tür auf. Das geht natürlich nicht. Da ist er. Da ist er. Ja, hier bin ich auch. Waffe wechseln. Ah, sehr gut. Das war knapp. Tür aufmachen, Spruch entgegenschleudern, einmal hacken und das war's. Ja, dann schauen wir mal weiter, was uns noch so erwartet. Mal sicherheitshalber nochmal den untoten Vernichtenspruch herausholen. Kann ja sein, dass es hier völlig neu. Elixier der Heilung noch nötig. Ach, eine Truhe. Schön. Dann schauen wir mal. Okay. 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 Mehr war es nicht. Aha, ein Schraubenzieher. Nee, ist natürlich ein Dietrich. Okay, super. Okay, das ist hier erstmal nur so eine Nebenhöhle. Wir müssen echt aufpassen. Und hier gibt es noch eine Höhle mit einer Tür, ist klar. Da ist er. Ist klar. Und zwar auch mit Skeletten. Garantiert. Oh mein Gott. Also ich muss natürlich wieder. Schattenlord, Quatsch. Skelettschütze, super. Ah, okay, hat mich nicht so viel an Energie gekostet. Mann, oh Mann, oh Mann. Aber war noch so ein Heinz da. Da war doch noch so ein Heinz. Da ist er. Ach, da ist er. Okay, raus erstmal. Katana ziehen. Und aufpassen, dass ich ihn als erstes treffe. Oh. Okay, Knochenkrieger, alles gut. Speichern. Dann wollen wir mal weiter in die Tiefen. In die Tiefen gucken. Also da hinten ist noch eine Truhe. Und hier geht's aber. Oh, auch wieder ein Skelettschütze mit. Mit Dämonen-Typ da. Oh. Oh, der ist gleich als erstes da, der Dämonen-Heinz. Okay. Aber der ist hinter der Tür, hat er sich verbarrikadutzt. Nein! Skelett? Was denn jetzt nun als erstes? Okay. Skelett ist da. Da ist nicht zu holen. Ja, ich weiß, ich wollte auch nur den rostigen Zweihänder haben. Und jetzt dürfte noch der Dämonenkrieger oder wie der heißt. Noch hier links sein. Knochenkrieger, sorry. Ich kann mir manchmal so einige Sachen nicht merken. Dann haben wir da auch noch was. Okay, das ist ein. Wie viele haben wir denn da noch alle? Okay, der ist schon mal gespürt. Nicht hängen bleiben! Schon mal geschwächt. Okay. Durch. Nicht springen.
Und ich schätze mal, dass das wohl erstmal der letzte war. Also in der Übersicht. Oh, da ist noch so ein Heinz, der da mit dem Bogen schießt. Okay, hier haben wir wieder eine lecker Truhe. Das heißt, knacken. Okay. Ja. Hammer. Oh, ja. Hammer Pfeile, Hammer Gold. Hammers. So, oh, dann wollen wir mal weiter gucken. Dann müssen wir einfach den Skelettschützen mal. Ach, da ist er da. Dich will ich erstmal wegballern. Gucken, kommt der Skelettschütze hinter mir her? Nein. Ja, die beiden bleiben einfach mal so stehen und denken, oh jo, wenn der wieder vorbeikommt, da kann ich ja meinen Bogen einfach lustig weiterschießen. So, also mal eben hier rum und da bist du. Bevor du deine Waffe überhaupt ziehen kannst, bist du als erstes erstmal in alle Einzelteile zerlegt worden. Oh, ist der nun wieder? Schiete. So, habe ich denn noch einen Spruch? Untote vernichten? Ja. Der hat auch einen Spruch, dieser Sack. Oder haben die anderen auch Sprüche gehabt, nur ich? Wie viel bist du denn verletzt? Gar nicht ist er. Ach, ein Anführer der Knochenkrieger, auch das noch. So, kühl dich mal ab, Roland. Ich dachte, jetzt gehe ich echt in eine Binsen hier. Anführer der Knochenkrieger. Ja, Dämonen-Zweihand-Axt. Ja, das ist gut. Also den Anführer der Knochenkrieger haben wir jetzt erledigt. Ich gehe es mal speichern und essen. Was wird uns jetzt noch weiter erwarten? Okay, habe ich hier eigentlich alles schon mal durch? Ja, genau, richtig. War mir da nicht so sicher. So, was wird uns noch hier erwarten? Rostiges Schwert. Nicht zu plündern. Netzschütze. Ich bin ein bisschen zurückgegangen, also deswegen. Ach, hier ist noch so eine blöde Tür. Da gehen wir aber später mal gucken. Und hier ist leer. Okay. So, was ist, wenn ich jetzt hier an die Tür gehe? Höre ich irgendwas? Mit da ist er. Nö, höre ich nicht. Geht's natürlich noch weiter, ist klar. Stopp mal, da liegt was. Wieso habe ich jetzt eine Armbrust? Und die habe ich mich doch gar nicht spezialisiert. Was soll der Kram jetzt? Das kann durchaus passieren, wenn ich mich hier vertue. Dann lege ich mal sicherheitshalber mal wieder einen guten Bogen an. Den kann ich noch nicht nehmen. Dann nehmen wir auch noch nicht. Ja, der war das richtig. Dann nehmen wir mal hier einen geschärften Pfeil. Und gucken erstmal, wie. Da ist André! Mein Gott, André, was liegst du denn da hier in der Höhle rum? Ach, er ist aufgewacht. Freu mich. Wir müssen Präsenz zeigen, also geh und hol deine Rüstung. Arrogant bleibst du auch noch, oder was? Ich hab dich hier rausgeholt. Ich will dich hier rausholen und retten. Und da will er noch hier, dass man ihn noch hier in richtigen Zwirn erscheint. Ja, super geil. So, los, komm, André. Talk to me. Ist alles mit euch in Ordnung, Lord André? Wie? Ja, ich bin nur etwas durcheinander. Was ist passiert? Wenn ich das nur genau wüsste. Ich bekam einen Schlag auf den Kopf, wurde aber nicht sofort bewusstlos. Ich wollte mich daraufhin sofort aufraffen und sah plötzlich diese Kapuzengestalten vor mir. Doch ehe ich mich richtig verteidigen konnte, erhielt ich noch einen Schlag und verlor das Bewusstsein. Später erwachte ich hier in dieser Mine. Der Anführer dieser Untoten sprach da mit mir. Wie? Ein Untoter, der sprechen konnte? Auch ich musste mich daran erst gewöhnen. Die Stimme klang aber, als käme sie aus Belias dunklem Reich. Was verlangte der Anführer der Untoten? Er wollte, dass ich den Orks das Lager übergebe. Er wollte mich dafür verschonen. Ich habe ihm aber schnell klargemacht, dass er das vergessen kann. Er sagte daraufhin, dass er mir noch etwas Zeit zum Überlegen gäbe. Das war mein Glück, denn kurz darauf bist du erschienen. Hat der Untote vielleicht noch etwas gesagt? Vielleicht, wer ihn geschickt hat? Das hat er.
Er sagte, dass er und seine Gefährten die Knochenkrieger des großen Magiers seien. Und dass sie von ihrem Meister gesandt worden sind, um den Orks zu helfen, die Herrschaft Belias auf Erden zu errichten. Wer ist dieser Meister? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht einer der Assassinenmagier, die hier auf Korinnes sind. Das wäre möglich. Ich werde mal der Sache auf den Grund gehen. Tu dies. Wenn die Orks solche gefährlichen Verbündeten haben, sind wir in großer Gefahr. Bevor ich es vergesse, ich bin dir zu großem Dank verpflichtet. Du hast nicht nur mein Leben gerettet, sondern ganz Korinnes. Denn ohne mich würden die Menschen hier schon bald die Hoffnung verlieren und sich den Orks unterwerfen. Was du heute getan hast, soll dir nie vergessen werden. Nimm daher diese Belohnung von mir. Die ich jetzt bis jetzt noch nicht sehen konnte, links. Da müsste ich wahrscheinlich nochmal neu starten, das Spiel. Ich habe Khaled überzeugen können. Das können wir gleich hier in der Höhle machen. Ich habe Khaled überzeugen können. Er wird uns im Kampf gegen die Orks unterstützen und wartet auf euer Signal zum Angriff. Innos sei Dank. Allerdings werde nicht ich das Zeichen zum Angriff geben, sondern du. Ich? Und warum? Weil du der Einzige bist, der die Situation draußen bei den Orks kennt. Ich... Kein Aber. Sage Bescheid, wann es losgehen kann. Okay. André, du wirst jetzt zurück zu deinem Häuschen gehen. Und dann gehe ich hier mal großartig vor. Und dann werden wir mal summa summarum summieren, was uns da eigentlich passiert ist. Also mal raus. Und dann werde ich mal wegen der Einblendung nochmal gucken und speichern. Ja, da steht's. 300 Gold erhalten. Kurz das Spiel wieder neu gestartet und den Speicherstand wieder reingeholt und jetzt wird's angezeigt. Also davon ab ist eigentlich alles gut. Wie viel haben wir denn? Aha, insgesamt 24 Brutto-Spielzeit. Hackard, Wulfgar. Ich habe gehört, dass du Lord André gefunden hast. Ja, haben wir. Das stimmt. Wo hat er denn gesteckt? Wurde er jetzt entführt oder nicht? Das soll dir lieber Lord André selbst mitteilen. Ich weiß nicht, ob es ihm recht sein wird, wenn ich hierüber rede. Na schön, ist auch nicht so wichtig. Hauptsache, er ist wieder da. Es könnte ja sein Ansehen, ne? Von Lord André, das wollen wir nicht machen. Hab ich denn schon im Logbuch geguckt? Boten der Finsternis. Erfüllte Mission, Anschlag auf Lord André. Ich habe Lord André befreit. Einige Skelettkrieger, die in seltsamen Roben gekleidet waren, hatten ihn gefangen genommen. Lord André sagte mir, dass sich diese Knochenkrieger nennen und die Diener eines geheimnisvollen Meisters sind. Die Knochenkrieger wollen Lord André zwingen, das Lager zu ihrem Spuk ein Ende machen können. Das ist gut, das haben wir auch eben gehört. Jetzt gibt es noch eine aktuelle Mission, Boten der Finsternis. Ich habe Lord André aus den Händen einiger Skelettkrieger befreit, die in seltsamen Roben gekleidet waren. Lord André sagte mir, dass sich diese Knochenkrieger nennen und die Diener des geheimnisvollen Meisters sind. Woher kommen diese grausigen Gestalten bloß? Wurden sie vielleicht von den Schwarzmagiern der Assassinen beschworen? Ich sollte das unbedingt herausfinden, bevor noch mehr von diesen Kerlen auftauchen. Ja, haha. Gibt's da irgendwie einen Ansatz davon, wo die sein könnten? So, bist du jetzt hier drin, Lord André? Ja, sehr gut. Er steht wieder auf seinem du. Biberteppich. Oh, ja, richtig. Der Zeitpunkt zum Angriff ist gekommen. Ist das denn richtig? Muss ich denn noch was in der Stadt erledigen? Ja, ich müsste noch einkaufen. Nee, gucken wir mal durch. Berat, mächtige Wolle, der Orgel, das Beschwörungsbücher. Alte Magie, Ringarus, Raubzucht, Werkzeug kann man immer gebrauchen. Rote Laterne, miese Typen, Till in Gefahr. Habe ich auch noch nicht gefunden. Weissagung, das ist hier Abu-Djinn, ne? Jep, gegen Gift der Verbannte. Was war der nochmal? Gerbrand bereitet. Okay. Fellern war das, okay. Rückeroberung von Korinnes. Die kleineren Bauernhöfe. Als nächstes sollten die Orks, die Onas Hof belagert, beseitigt werden. Mal sehen, ob ich mit den Söldnern ein Bündnis abschließen und bringen kann. Habe ich ja gehabt. Wichtige Mission auf Korinnes. Das blieb so. Der verlorene Sohn, ein wertvolles Buch. Okay.
Die Klinge des Gefallenen, ein paar Butler für Tamora. Das ist alt. Ja, ich trau mich gar nicht sagen hier. Los, lass uns angreifen. Bin dafür, dass wir jetzt erstmal noch ein bisschen gucken. Ich will noch nicht angreifen. Hab irgendwie das Gefühl, es ist noch gar nichts richtig erledigt. Gucken wir mal nach Fähigkeit hier. 132 Stärke, Mana 135. Da könnte ich auch irgendwie gucken, dass ich eventuell im Bogen besser werde. Da bin ich nur Anfänger. Armbrust 20. Finde ich aber bekloppt. Armbrust ist nicht so mein Ding. Was mache ich denn jetzt? Starker Schwertkämpfer, Schwertmeister, Damage, Orktöter. 5 LP im Nahkampf, Orks plus 20. Was ist denn Orktöter? Ist das gut? Zeige mir, wie ich im Nahkampf besser gegen Orks kämpfen kann. Okay, das ist, glaube ich, ganz gut. Mir fehlt das Talent. Was für ein Zeug? Ich brauche Training. Was genau willst du trainieren? Mist, jetzt habe ich nicht geguckt, was ich an Training brauche. Da muss ich mal eben ganz kurz mal eben unterbrechen. Aha, ich muss also starker Schwertkämpfer erstmal lernen und dann Schwertmeister. Die beiden Talente sind wohl damit gemeint. Naja, das kann ich mir ja leisten. Na, gucken wir mal, wie wir das mal antrainieren können. Zeige mir, wie ich ein starker Schwertkämpfer werden kann. Kämpfer, genau. Viele Tiere sind sehr stark und es ist schwierig, sie zu besiegen. Es hängt dein Leben davon ab, ob du dich gut genug gegen sie verteidigen kannst. Beim Anblick eines gefährlichen Tieres verlässt einen schnell der Mut. Lass es nicht dazu kommen. Sieh dem Raubtier ins Auge und achte auf seine Bewegungen. Stoß mit deiner Waffe zu, bevor es zum Sprung ansetzt. Beachte dies und du wirst ein furchtloser Schwertkämpfer werden, der auch den gefährlichsten Raubtieren gewachsen sein wird. Ja, das hört sich doch klasse an, oder? Ja, dann brauche ich nur noch Schwertmeister. Zeige mir, wie ich ein Schwertmeister werden kann. Im Kampf gegen andere Kämpfer, Untote oder dämonische Geschöpfe brauchst du einen kühlen Kopf. Behalte deinen Gegner ständig im Auge. Einige Schläge lassen sich blocken, andere wiederum nicht. Erkenne den Unterschied, dann kannst du den Schlägen ausweichen oder deinem Gegner sogar zuvorkommen. Wenn du das gelernt hast, bist du ein wahrer Schwertmeister. Ich glaube... Zeige mir, wie ich im Nahkampf besser gegen Orks kämpfen kann. Ein Ork ist sehr stark und trägt oft eine gute Rüstung. Daher solltest du ihn mit gezielten Schlägen treffen, um ihn schneller besiegen zu können. Lass ihn erst gar nicht zum Schlag kommen, sondern greif ihn vorher an. Wenn du das beachtest, wirst du sehen, dass du selbst den stärksten Ork bezwingen kannst. Wow, haben wir alles? Das wäre cool. Erstmal gucken, was ich hier... Okay, 26 Lernpunkte habe ich noch. Meister Kämpfer, Bogen, Armbrust, Waffenmeister. Wo liegt denn das eigentlich alles? Ich schätze mal, hier ist Waffenmeister 100% damit gemeint. Ja, okay, jetzt sind wir richtig gut drauf. Also jetzt haben wir wirklich hier... Jetzt können wir hier rummachen und tun und... Jetzt mache ich mal... Ah, aha. Ja, das sieht doch anders aus hier. Ja, ich mache mal ein paar Trockenübungen. Und während wir hier Trockenübungen machen, darf ich mich für diese Folge verabschieden. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt, Befehl erteilen an Lord André, um die Orks zu töten. Ich hoffe, das geht einigermaßen glimpflich voraus. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Gebt einen Daumen, schreibt einen Kommentar. Ich verabschiede mich und sage Tschüss, euer David.